Deswegen heute, ich habe den Eisbehälter jetzt einige Tage in der Gefriertruhe gehabt. Der ist also wirklich, und zwar möchte ich ein Joghurt-Eis machen. Das geht so ein bisschen in Richtung frozen Joghurt da drauf. Kommt dann gleich noch ein Schluck Milch. Ich denke mal so um die 50 Milliliter ungefähr. Süßen werde ich das Ganze dann mit etwas Stevia und fürs Aroma noch ein bisschen Vanille. Das ist alles, was wir brauchen. Und dann wollen wir uns mal ranmachen. Und da wollte ich mir den Schritt sparen und die Schüssel gar nicht als Schritt nehmen. Es geht los. Ich fülle jetzt erstmal den Joghurt hier rein. Erfrischendes, leckeres Eis. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Euch wünsche ich viel Spaß beim